Hallo zusammen und ein letztes Mal herzlich willkommen zu meinem Film. Das wird meine letzte Ghost Hotel Fortsetzung sein, weil ich ein Angebot vom Fernsehen bekommen habe. Wenn ich es schaffe, in einer berüchtigten mittelalterlichen Kleinstadt was Paranormales zu filmen, bekomme ich meine eigene Serie. Bei den letzteren Ghost Hotel Filmen haben sie es mir nicht abgekauft, da sie dachten, es wäre ein Fake. Meine Serie würde dann Ghostfuckers heißen. Nicht wörtlich nehmen, ich habe schon ein eigenes Logo designt. Hä? Seht ihr? Seht euch diesen Shit an. Habt ihr es gesehen? Darum bereitet euch für die erschreckendsten, mächtigsten Aftern eures Lebens. So, hier bin ich es wieder. Und dieses Mal ist es nicht in einem verkauften Hotel, sondern eine echte mittelalterliche Stadt. Wie gesagt, das ist ein mittelalterliches Kleindörfchen, die mehr als 400 Jahre alt ist. Als erstes werde ich in der Ruine sehen, ob es da vielleicht paranormale Phänomene gibt. Mal sehen. Scheiße. Alter Scheiße, Mann. Verdammt. Das ist alles am Arsch. Ich gehe mich woanders anschauen. Hier ist der Tod. Diese mittelalterlichen Ruinen sind seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, verlassen. Touristen berichteten, dass sie mehrere paranormale Erscheinungen gesehen haben und weiteres Geisterscheißzeug. Ob das wirklich so ist, werde ich so sehen. Das hier ist der sogenannte Jungbrunnen. Für ein Mittelalter dachte man, dass wenn man in diesen Brunnen badet, man, wie gesagt, jünger wird. Und das hier ist die Höhle des Harold Wyons. Er war einer der schlimmsten und gefährlichsten Persönlichkeiten des Mittelalters. Nach meinen Forschungen und Recherchierungen habe ich herausgestellt, dass das der Dorfvergewaltiger war. Er und seine Frau, wie gesagt, plünderten alles aus und töteten Menschen. Er wurde schließlich mit seiner Frau geköpft. Doch Legenden zufolge hauste er noch in diesen Gebieten und will das Leben der Menschen zur Hölle machen. Mann, gibt es hier in diesen Bergen keine geilen Bauerntöchtern? So ein Riesenmelon wäre das gut. In diesem Gebäude hier wurden mehrere satanische Rituale durchgeführt. Und wahrscheinlich werde ich hier was finden. So, Mann, die Taschenlampe. Mal sehen, ob es hier was gibt. So, was ein beschissenes Netz. Gibt es hier einen Scheißdreck? Was war das? Was zum? Was zum? Das war was ein Stein. Verdammt. Ich verpiss mich mal. Das ist sie. Die mystische Höhle des Grauens. Ich werde jetzt meine Eier zusammenkneifen und hier reingehen. Diese Höhle war ein schlimmer Ort. Hier wurden Kinder gefangen und misshandelt. Das ist ein grauenhafter Ort. Was war das? Oh Gott, ich hab so richtig Schiss. Was ist das? Was ist das hier für eine Scheißsprache? Soll das eine Verarsche sein? Mann, das ist aber eine vergewaltige Fresse. Oh, was war das? Scheiße! Verdammt! Das war sie, die Geisterschlampe! Was soll das Fick? Oh, meine Defense-Serie ist sowas von mir! Verdammt, ich bin so am Arsch! Verdammte Scheiße, Mann! Jetzt bin ich gefickt! Oh, mein Bus kommt erst in 2 Stunden! Was soll ich hier machen? Was, wenn sie mich vergewaltigen wollen? Oh, ich brauche Schutz! Verdammt, hier ist noch eine Tür! Wahrscheinlich! Hier, Schutz, was auch immer was. Wow. Was ist das hier? Was soll der Scheiß? Was? Fuck, halt ja. Soll das eine Verarsche sein? Ich piss mir in der Hose, Mann. Ich muss hier raus. Verdammter Mist.
Verdammte Scheiße, was soll ich hier drin? Ich muss hier raus. Fuck. Was ist das? Was soll das? Was ist das hier für eine satanische Scheiße? Diese Scheiße kann man gar nicht lesen! Batman, warum hat das hier Besteck? Sag, was soll das? Was soll der Scheiß? Was soll der Mist? Immer noch zu. Ich probiere hier mal zu schlafen und was doch, Achim. Hier noch was. Das Besteck ist weg. Alles ist weg. Ich weiß nicht, was für ein Scheiß hier abgedreht wird. Aber ich werde die Kamera mal anlassen. Also, das ist etwa 5 Stunden geschlafen und ich habe mir diese Aufnahmen angesehen. Das war nicht fürchterlich. Was denn? Was? Was weiß ich? Was denn? Wow. Wow. Ich kann raus. Ich bin frei. Scheiße, ich habe den Bus vielleicht verpasst. Aber egal, ich lebe noch. Wow. Und ich kann dieses Beweismaterial ans Fernsehen liefern. Warte. Ich muss doch meine Taschenlampe holen. Hey, ist das nicht dieser kleine Wechsel aus The Addams Family? Hey, was hast du vor? Was soll das? Verdammte, warum schreit hier jemand? Ich bin alleine hier! Hey, hey, lass das! My life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die?